So. Ja, aber ey, ich rede, die machen sich doch lustig. Komm, Robby. Alle liebe Club-Leute. Was? Stopp. Was heißt denn da? Ey, das ist doch jetzt mal ernsthaft. Das ist ja ein Skandal. Das ist so schlimm. Oh nein, ey. Oh. Ja, hi, liebe Fans. Heute sind Chef und ich für euch da und lesen euch mal ein schönes fränkisches Gedicht vor. Ich entschuldige mich schon mal an dieser Stelle für mein Fränkisch, aber ich versuche mein Bestes. Es heißt Die Christbaumspitz von Franz Bauer. Und der Tom beginnt jetzt mal mit den ersten paar schönen Zeilen. Ich freue mich. Das ist frei, war und ist ja kein Witz. Die Geschichte vor unserer Christbaumspitz. Das war eine schöne Spitz, jawohl. Vor außen silbri und inner hull. Drum hat meine Frau gesagt, guter Fritz, gib mir fei Obacht und auf die Christbaumspitz. Und ich hab grad den Christbaum putzt und hätt mich wirklich bald da hutzt. Was ist denn das? Und wolls pressier. Was? Stopp. Was heißt denn da? Das ist ein Wahnsinn. Und wolls pressiert. Was ist das? Wie spricht man das aus? Und was le passiert, hat doch drum eben lang ich mit meiner Hand daneben. Der Mensch macht manchmal selle Schnitz. En Budne liegt der Christbaumspitz. Die Frau, die war gerade nett zu stellen. Drum hab ich das. Das ist so schlecht. Ey, was macht ihr mit uns? Die Hinterseiten validiert, drum hab ich's gescheit mit Leim geschmiert. Hab's wieder noch erbappt auf ihren Sitz. Gleich hier am Bamm die Christbaumspitz. Wer gut wutz. Digga, was ist das? Der hätt's deutlich gesehen, doch ich hab's gar nichts gesagt, deswegen. Doch bei der Bescherung, das war dumm, mir stehen ja unterm Christbaum rum. Und weil meine Frau singt, einsam wacht. Du Hut's auf einmal komisch kracht. Ich merk, weil ich ganz plötzlich schwitz, am Boden liegt die Christbaumspitz. Ich hob bloß mit den Achseln zuckt und hob an meiner Krawatten guckt. Und hab gesagt, da ist Schuld bloß dein unheimlich Singerei. Die kräftigen Töne, die haben's zusammengehört. Die kräftigen Töne haben's zusammengehört. Warum blenken sie immer so laut? Du schnüllst ja viel zu viel, der Gritz. Six, der Zissi hier, die Christbaumspitz. In Wirklichkeit ist anders gewesen. Der Leim, der hat sie langsam gelässt. Und hat halt nimmer so gepappt. Drum hat die Spitz sich glockert gehabt und schuld drauf war die Affenhitz und ich mit meiner Christbaumspitz. Passt. Das ist so schlecht. Oh nein, ey. Oh. Also. So, das, ja, war. Das war's. Bayerisch, Fränkisch. Fränkisch für Anfänger. Ich mag ja die Region und die Stadt, aber da tue ich mir echt schwer. Puh. Danke, Clubfans. Viel Spaß. So, fertig. Ey, das ist doch jetzt mal ernsthaft. Das ist ja Skandal. Und war ich gut? Frohe Weihnachten, macht's gut. Servus.